Hey Leute, Udo hier von musicbyvgl.de. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder ein wunderschönes Vocal Mixing Tutorial. Speziell soll es darum gehen, wie ihr diesen schönen, vollen, runden Vocal Sound hinbekommt, gerade auf Rap Vocals. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze realisiere, was man dabei beachten sollte. Und wir legen jetzt direkt los. Let's go! Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Bin öfter den Tränen nah und seh nicht klar, als ob ich seit 10 Jahren im Nebel war. Ja, das ist der Sound so, wie er jetzt ist, mit einem Kondensatormikrofon aufgenommen, mit einem SE Electronics Mikrofon. Und ich werde euch gleich mal zeigen, wie die rohe Aufnahme klang und dann Schritt für Schritt, was ich gemacht habe. Ja, um den Sound so voll wie möglich zu lassen, trotzdem upfront und präsent zu sein, aber eben nicht zu harsch in den Höhen oder zu harsch in den oberen Mitten. So, ich würde dazu das Vocal einmal solo schalten, dass wir das ein bisschen besser anhören können und zeige euch mal die rohe Aufnahme. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt, als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Ja, ist eine sehr gute, trockene Aufnahme, die an sich schon relativ voll klingt. Das heißt, das Ausgangsmaterial passt schon mal dafür. Und deswegen ist es eben wichtig, dieses Feeling oder diesen Klang in der Aufnahme beizubehalten und nicht durch zu viel Equalizing oder andere Dinge, die man in der Bearbeitung machen kann, zu zerstören. Das Erste, was ich meistens auf Rap-Vocals lege, ist erstmal ein leichter Kompressor, der so ein kleines bisschen, ja, die Spitzen abfängt, das Signal ein bisschen kontrollierter macht. Also es geht ja meistens beim Komprimieren um Kontrolle und Klangformung. So, schauen wir einfach mal, was der macht und wie der sich auf den Klang auswirkt. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Ohne klingt so. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Und mit Kompressor klingt's so. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Ja, macht gar nicht viel Gain Reduction, also er macht so 2-3 dB und ich hole 2,8 dB wieder auf, sodass die Lautstärke nach dem Komprimieren ungefähr genauso ist, wie sie vorher war. Aber was man hören kann, ist, dass es sich schon so ein bisschen auf den Klang auswirkt. Das ist ja ein Remodel von einem analogen Kompressor, der hat auch eine gewisse Klangfärbung. Ich habe auch hier diesen Analog-Button an, das heißt, ich habe die volle Klangfärbung des Originalgeräts. Und wie sich das für mich auf den Klang auswirkt, ist, dass die tiefen Frequenzen ein bisschen voller, ein bisschen fetter und punchiger werden und die hohen Frequenzen ganz kleines bisschen smoother werden, ganz kleines bisschen gedämpft werden. Also ich kontrolliere einmal die Dynamik des Signals, aber des Weiteren forme ich schon den Klang dahingehend, dass er ein bisschen voller wird. Das nächste, was ich draufgelegt habe, ist ein SSL Channel Strip. Der bietet mir einen Equalizer und auch wieder einen Kompressor. Und auch hier nutze ich in erster Linie wieder den Kompressor. Mit einer Ratio von 5,8 und einer relativ schnellen Release, aber einer langsamen Attack. Beim Equalizer nutze ich in diesem Plugin, wenn ich richtig sehe, gar nicht. Doch, ich nutze hier den Low Shelf und senke 0,9 dB bei 30 Hertz ab, also eine minimale Absenkung der ganz tiefen Frequenzen. Und wir hören mal, wie sich das auf den Klang auswirkt. Ich spiele es ab und schalte es dann während des Spielens einfach mal zu. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Bin öfter den Tränen nah und seh nicht klar, als ob ich seit 10 Jahren im Nebel war. Ja, wenn ihr ganz genau hinhört, merkt ihr, dass der Sound wieder ein bisschen wärmer und voller wird. Das liegt auch wieder an diesem Kompressor. Der bringt auch wieder eine gewisse Klangfärbung rein, fängt die Spitzen ein bisschen ab, lässt das Signal ein bisschen runder wirken und bringt uns wieder ein Stück näher ans Ziel, dass der Klang schön voll und rund bleibt. Und weil es so schön ist, wie sich die Kompressoren jetzt auf den Klang ausgewirkt haben, kommt im nächsten Schritt ein erneuter Kompressor. Aber der macht auch wieder nur ganz wenig. Das ist der RVox-Kompressor, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Der wird bis heute noch sehr, sehr exzessiv von sehr vielen Engineers genutzt. Ich mache hier aber auch wieder nur ganz wenig. Also ich
Mach eine ganz, ganz leichte Kompression damit. Ich spiele das Ganze ab und schalte ihn dann wieder zu, sodass ihr hören könnt, wie sich der Klang verändert. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Ja, dieser Kompressor macht also das Signal ein kleines bisschen präsenter, ein kleines bisschen mehr upfront. Und es ist ja ein sehr cleaner Kompressor. Das heißt, bei diesem Kompressor geht es mir gar nicht so stark um die Klangfärbung, sondern wirklich mehr um die Kompression und das nach vorne holen des Signals. Ja? Wir spielen das Ganze jetzt nochmal ohne die ersten drei Plugins, also ohne die ersten drei Kompressoren, die jeweils nur ganz leicht komprimieren. Und ich schalte sie dann nacheinander zu. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Bin öfter den Tränen nah und seh nicht klar, als ob ich seit 10 Jahren im Nebel... Ja, man hört also, dass mit jeder Stufe von Kompression, die ich dazuschalte, das Signal ein Stück präsenter wird, aber nichts an dieser Fülle und diesem vollen Klangcharakter verliert. Das ist auch genau das, was wichtig ist. Wenn ihr Vocals so voll wie möglich klingen lassen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr so wenig wie möglich Equalizer benutzt. Denn mit jeder Frequenz, die ihr rauszieht, wird das Vocal irgendwie dünner und unnatürlicher klingen. Und ihr müsst ja auch beachten, wenn ihr Frequenzen rauszieht, wirken die anderen Frequenzen, die nicht rausgezogen sind, dadurch lauter. Dadurch kannst du dir wieder andere Problembereiche im Vocal hervorholen, die vorher vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Deswegen ist mein Tipp, wenn ihr diesen vollen natürlichen Sound wollt, wenig bis kein Equalizer zu benutzen. Also ein Low-Cut kann man natürlich immer machen, ist kein Problem. Oder so ein kleines bisschen die Bassfrequenzen absenken. Man kann auch ein bisschen die Höhen boosten. Aber ich würde vorsichtig sein mit Rausziehen von unteren Mitten und so weiter, was ja immer gerne in Tutorials gezeigt wird, bin ich nicht immer ein Fan davon. Das nächste, was ich draufgehauen habe, ist ein De-Esser. Ist logisch, jetzt nach der Kompression, gerade nach dem R-Vox, habe ich gemerkt, jetzt kommen die Höhen wieder richtig gut durch. Aber ich will natürlich diese spitzen S-Laute ein bisschen abfangen. Ich lasse euch mal auf das Sidechain-Signal hören. Von der Frequenz, die ich eingestellt habe für den De-Esser. Und dann hören wir, wie sich das Ganze auf den Klang auswirkt. Also ich fand, dass bei ca. 7,5 kHz die S-Laute für mich am stärksten hervorstachen. Habe das Ganze dann hier auf einen Bandpassfilter eingestellt. Also es wird alles drumherum um die 7,5 kHz vom De-Esser abgesenkt. Aber nicht komplett die ganz hohen Frequenzen, sondern wirklich mit so einer Bell-Kurve abgesenkt. Ich spiele das Audio ab, schalte dann den De-Esser zu, sodass ihr hören könnt, wie stark die S-Laute reduziert werden. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Bin öfter den Tränen nah und seh nicht klar. Ja, relativ drastisch, wie man jetzt gesehen hat. Also wird sehr viel reduziert, aber insgesamt klingt es immer noch relativ natürlich. Und wir müssen den De-Esser ein bisschen stärker einstellen, weil wir diesen vollen Vocal Sound haben wollen. Von daher ist das völlig okay. Jetzt hören wir uns mal das jetzige Signal im Mix an und gucken, wie es sich bis jetzt einfügt. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt. Als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Ja. Es hat noch diesen vollen natürlichen Charakter, ist ein bisschen kompakter, ein bisschen schöner, die S-Laute stechen nicht hervor. Also wir haben es soundmäßig schon ungefähr da, wo wir es haben wollen, haben nichts an dem Vocal kaputt gemacht, trotzdem wir schon drei Kompressoren drauf haben. Und um das Ganze jetzt nochmal richtig präsent und vordergründig klingen zu lassen, habe ich hier noch den LA-2A-Kompressor sozusagen als Finisher drauf, in der Limiting-Einstellung, komprimiere hier auch relativ hart und mache das Signal auch mit dem Gain-Knob hier deutlich lauter, als es vorher war. Das ist einfach sozusagen meine letzte Gain-Stage, wo ich dann wirklich das Signal auf das Level bringe, wo es am Ende finale Mix sein soll. Und ich schalte ihn dann gleich mal zu und ihr werdet sehen, wie sich das Vocal sehr stark nach vorne schiebt. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt.
als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreale Gegenwart. Bin öfter den Tränen nah und seh nicht klar, als ob ich seit 10 Jahren im Nebel war. Und dann fragt man sich, wie konnte man das nicht kommen sehen, trotz den vielen schlechten Ja, wenn der Kompressor nicht da ist, verliert es sich so ein bisschen im Mix, gerade wenn dann an den Seiten die Vocal-Synth-Sounds dazukommen. Aber wenn der Kompressor drauf ist, der LA-2A, ist das Vocal einfach konstant über die ganze Strophe, immer vorne in der Mitte und sehr präsent. Ich zeige euch nochmal ein ganz schnelles Before and After von der ganzen Chain. So klang es vorher. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt, als wäre alles, was jemand... Und mit der gesamten Chain klingt so. Und sie rufen mich, sie verfluchen mich, als ob es hier unten gar nichts mehr Gutes gibt, als wäre alles, was jemals gewesen war, der Weg in eine surreal... Ja, und wir haben keinen einzigen Equalizer benutzt, also wir haben ein Equalizer-Band benutzt, mit dem wir aber nur 0,9 dB die tiefen Frequenzen abgesenkt haben. Der Rest ist alles Kompression. Ist wahrscheinlich erstaunlich, dass Kompression manchmal ausreicht, um Vocal dahin zu bekommen, wo es sein soll. Und ich nutze hier ja eine Kombination aus färbender Kompression, aus Kompression, die sich wirklich nur um die Dynamik kümmert. Und jede Station von Kompression macht ein kleines bisschen was mit dem Sound. Aber insgesamt diese ganzen Stationen von Kompression formen eben den Gesamtklang, den ich am Ende haben wollte. Also versucht mal zu probieren, statt einem Kompressor, der wirklich sehr viel komprimiert, mehrere Kompressoren hintereinander zu schalten, die alle nur ein kleines bisschen was machen. Ihr werdet am Ende einen cleaneren, volleren Sound haben, der nicht sein Leben verliert, also der nicht tot komprimiert klingt. Und nebenbei erhaltet ihr eine wunderschöne Färbung. Und Kompression wirkt sich ja auch so ein bisschen auf das Zeitliche, auf das Timing, auf den Groove, auf den Rhythm aus. Und wenn ihr da ein bisschen das Gehör dafür entwickelt, dann wird das Komprimieren von Vocals auch und von anderen Signalen auch richtig Spaß machen. Zusammengefasst nochmal meine Tipps, wenn ihr volle, runde Vocals haben wollt. Nutzt nicht so viel Equalizer, zieht vor allem in den Mitten nicht so viele Frequenzen raus, weil das am Ende das Vocal dünn klingen lässt, unnatürlich und ihr niemals diesen vollen, natürlichen Sound haben werdet. Schaltet mehrere Kompressoren hintereinander, nutzt am besten auch färbende Kompressoren, die das Vocal ein bisschen voller klingen lassen durch die Sättigung, durch die Saturation. Und nutzt auf jeden Fall auch einen De-Esser, weil jede hervorstechende hohe Frequenz tut im Ohr weh und lässt das Vocal nicht rund und voll erscheinen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps ein bisschen helfen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit einem neuen Video. Wenn ihr Fragen zu dieser Herangehensweise oder zu irgendwas habt oder Vorschläge habt, über was ich mal ein Video für euch machen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche dann darauf einzugehen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Das war Udo von Music bei vgl.de. Macht's gut. Ciao.